Okay, wir können schauen. Bitte. Okay, na gut, wenn man 5-1 verliert in so einem Spiel, hat man nicht viele Argumente, eigentlich gar keine Argumente. Aber ich denke, in der ersten Halbzeit waren wir schon, haben ein gutes Spiel abgeliefert, haben zumindest einige Möglichkeiten gehabt, haben sehr viele gefährliche Standards gehabt und daraus nichts gemacht. Und mit dem ersten Standard geht Zwickau in Führung und da muss man sich einfach hinterfragen, dass wir einfach bei den Standards nicht gut verteidigen. Wir haben heute wieder 3 Standard-Gegentore kassiert, die wir wieder nicht gut verteidigen. Und gegen Braunschweig wieder ein Standard-Tor kassiert, wo wir nicht verteidigen, da haben wir natürlich Probleme, wo wir ansetzen müssen. Und dann darf man natürlich irgendwann mal auch nicht mehr, ja, nach dem 3-1, 4-1, dass wir uns dann natürlich die Köpfe hängen lassen, ist nicht gut. Aber da muss man auch mal gucken, dass man jetzt die Mannschaft da auch ein bisschen Verständnis für zeigt und einfach weiter daran arbeitet und weiterhin die Hoffnung hat. Ich persönlich habe das Vertrauen der Mannschaft. Ich weiß, dass die Mannschaft viel mehr kann. Und wir werden es auf den Platz bringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Danke. Vielen Dank. Joe, deine Worte zum Spiel, bitte. Ja, letztendlich ist genau das, was wir halt hier in Zwickau sehen wollen. Wir haben diesen Kampf angenommen heute. Es war halt viele Kleinigkeiten in der ersten Halbzeit. Natürlich sind wir froh, dass wir über eine Standardsituation in Führung gegangen sind. Haben in der zweiten Halbzeit besprochen, dass es halt trotzdem ein sehr enges Spiel war. Ich habe es ähnlich gesehen, dass wir halt sehr viele Standardsituationen in der ersten Halbzeit zugelassen haben, die aber sehr, sehr, sehr gut verteidigt. Und wussten wir von unserer Stärke in Offensivstandards und diese Stärke haben wir halt heute eindrucksvoll gezeigt. Freuen uns natürlich über den Sieg. Aber wissen, dass es halt ein langer Weg ist zum Klassenerhalt und deswegen werden wir halt versuchen, uns zu regenerieren. Wir werden halt nach München am Montag fahren und dann am Dienstag das Spiel. Wir versuchen dort genauso aufzutreten wie heute zu Hause, dass wir halt eklig sind, dass wir halt in den Zweikämpfen sind, dass wir uns nicht provozieren lassen, dass wir uns nur mit unserem Fußball beschäftigen. Und wenn wir es tun, dann haben wir dort auch eine Chance. Dankeschön. Theo, vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein paar gebündelte Fragen vorbereitet von unseren Pressevertretern. Möchtest du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Fragen an Ismail Atalan von der Mitteldeutschen Zeitung. Die erste Frage, die teilweise schon beantwortet war, ich lese trotzdem vor. Wie erklären Sie diese unfassbar schwache Defensivleistung? Ja gut, ich weiß nicht mal unfassbar schwache. Wie gesagt, wir haben 3 Standardtore kassiert. Unfassbar schwache Defensivleistung bei den Standards, das stimmt. Ja, da müssen wir mehr Mentalität entwickeln, auch wenn wir natürlich von der Größe her kleiner waren. Aber da müssen wir zumindest uns in die Wege stellen und die Laufwege zumindest blockieren. Und das haben wir heute nicht gut gemacht. Nächste Frage. Das heißt immer, die Spieler würden sich nicht hängen lassen. Müssen Sie das nun revidieren? Nein, überhaupt nicht. Gut. Und die letzte Frage ist dann eher ein Ausblick. Wie richten Sie sich selbst und die Mannschaft nach den 3 Niederlagen in einer Woche wieder auf? Nehmen wir kämpfen, indem wir aufstehen. Und immer wieder, es gehört zum Fußball dazu, dass man solche Phasen hat. Wir müssen daraus lernen und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft daraus lernen wird. Okay, Dankeschön. Joe, auch für dich noch ein paar Fragen. Michael Thiele von Tag24. Was hat Joe seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben? Die Körpersprache und die Lautstärke auf dem Platz war eine 180-Grad-Wende zum letzten Spiel. Ja gut, ich weiß nicht, ob er beim letzten Spiel war. Das war ein etwas anderes Auftreten als gegen Viktoria Köln, wobei es ist ein ganz anderes Spiel gewesen. Es sind viele Zweikämpfe. Wir waren halt, die Abstände waren halt viel kleiner. Die Jungs haben sich einander geholfen. Natürlich ist es etwas einfacher, nach einer Führung halt etwas lautstärker zu sein und da zu sein. Und deswegen, klar, gar keine Frage, Kritik über unseren letzten Auftritt gegen Köln, aber wir nehmen halt das Positive raus aus diesem Spiel. Erstmal, dass wir halt als Mannschaft gut funktioniert haben, dass wir halt gut gegen den Standards gespielt haben und dass wir unsere Standards selber halt rausgespielt haben. Und das Vierte ist, dass wir halt genau das gezeigt haben, was in Zwickau halt gewollt ist. Du bist gerade schon auf die Standards eingegangen. Kannst du noch kurz einen Satz zur Leistung von René Lange sagen, der 3 Tore vorbereitet hat?
Und Brenner ist halt saugefährlich in seiner Standardsituation, das wissen wir. Ist nicht nur heute halt der Fall gewesen. Wichtig für uns ist, wenn die Bälle halt gut kommen, dass die Laufwege halt stimmen. Und die haben halt heute wirklich gestimmt. Ist nicht nur halt der Ball, der reingebracht wird, sondern halt die Leute, die halt vorne sind, die müssen halt diese Mentalität haben. Ich will unbedingt das Tor machen, will unbedingt halt den Kopf hinhalten. Ich glaube, halt bei King hat es auch gezeigt, beim 2-0, dass er halt einfach das Gesicht hingehalten hatte und der Ball halt gut ins Tor gebracht. Deswegen Rinne, super Lob. Wissen ganz genau halt von seiner großen Stärke in der Standardsituation, aber auch die Jungs, die halt reingelaufen sind und den Kopf hingehalten haben, das ist auch wichtig. Okay, dann habe ich noch die Fragen von Thomas Prenzel. Auf viele Dinge bist du jetzt schon eingegangen, ich lese es trotzdem auch nochmal vor. Andere Körpersprache als gegen Hansa. Kann der FSV nur mit dem Rücken zur Wand? Standard zwar eine Waffe, Schwerpunkt in der Woche gewesen. Also Standards, habt ihr das jetzt speziell in dieser Woche in Vorbereitung auf das Spiel trainiert? Wir haben Standards diese Woche halt zum ersten Mal nicht trainiert. Ich fand die Leistung gegen Hansa Rostock zu Hause in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut. Wir haben halt eine 0-2-Führung bzw. Rückstand aufgeholt. Ich habe vielleicht ein anderes Spiel gesehen als der Herr Prenzel, aber wir wollten halt diese zweite Halbzeit mitnehmen, mit nach Köln und da halt auch genauso auftreten. Das ist uns nicht gelungen, aber wir wussten aber, dass wir es können. Und deswegen haben wir es heute halt über 90 Minuten gezeigt und das muss halt unser Maßstab sein. Was bedeutet der Sieg für den Kopf im weiteren Abstiegskampf? Ja, aber also natürlich ist es besser als eine Niederlage, aber für uns ist gilt, das halt einfach auf dem Teppich zu bleiben. Wir wissen, dass wir halt gut sind, aber nur dann, wenn wir halt unsere Fußball spielen und wenn wir halt nicht mit dem Gegner, nicht mit dem Schiedsrichter beschäftigen, sondern halt nur mit unserem Fußball. Und das haben wir halt heute gezeigt und wir wollen halt darauf aufbauen für das nächste Spiel. Okay, dann vielen Dank. Dankeschön. Den beiden und okay. Gästen. Eine gute Heimreise. Gute Heimreise auch.